Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir starten rein und wir gehen auf die Karte, um die Nebenmissionen zu machen, die wir beim letzten Mal reinbekommen haben. Und zwar sind das... Genau, zu dem Turm sollen wir ja dann gehen, ne? Wir waren ja beim letzten Mal im Raum der Karten oder wie ist dieser? Der Kartenraum? Warte mal, wir gucken mal nach. Die Kartenkammer, genau, da waren wir letztes Mal drinne und haben ja mit diesem Gemälde gesprochen sozusagen. Mit Percival Rackhams Gemälde und wir sollen die erste Prüfung ablegen. Dafür müssten wir Stufe 11 sein. Wir lernen aber vorher am besten noch Glacius und Wingardium Leviosa, damit wir dann auch für die Prüfung auf jeden Fall gut vorbereitet sind. Das sind ja auch keine ungefähren Missionen, sondern das sind ja wirklich diese Aufgaben, die wir hier immer auferlegt bekommen und die bringen uns ja tatsächlich auch immer ein bisschen weiter. Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen und bringe Ballon rund ums Quidditch-Feld zum Platzen. Hat Ballons rund um den Bahnhof von Hogsmeade und das Quidditch-Feld beschworen. Sie will, dass ich mit einem Besen erreiche und platzen lasse. Das Ganze machen wir. Und da müssen wir natürlich erstmal nach draußen. Und gehen mal auf die Weltkarte. Das Ganze müssen wir anscheinend hier machen. Wir werden mal hierhin hinreisen. Und dann werden wir uns auf unseren Besen schwingen. Und ja. Werden dann mal schauen, dass wir die Nebenmission schaffen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin So, ab auf den Besen. Und dann geht es los. Fliegen wir mal dahin. Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Und dann müssen wir noch zum Quidditch-Feld. Alright. So, ich denke mal, wir müssen hier einfach durchfliegen. Gut, da sind wir schon mal klassisch vorbeigeflogen. Aber, warte mal, wie war Descent? So. Okay. Aber da holen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Schwung und dann werden wir den auch treffen. Okay. Wo sind denn die anderen? Wo sind die anderen Ballons? Oh, no. Wo sind die anderen Ballons? Bin ich blind? Okay, wir werden mal hier runter. Nein, ich schwöre, ich werde ihn verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was die also? Tasche, sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ratten. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich was soll ich mit einem Niffler, sagt sie. Wo soll denn dieser Ballon jetzt hier sein? Hier oben? Über dem Bahnhof von Hogsmeade. Bin ich blind oder was? Kann man hier rein? Revelio. Eine Handbuchseite haben wir hier. Fahrkartenschalter im Bahnhof von Hogsmeade. Dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zaubereiministerin Otlane Gamble eine Dampflokomotive erwarb, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zugs. Bei der Operation wurden viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massentarnungszauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Alrighty.
komme ich hier irgendwie rüber? Warte mal, wir schwingen uns mal nochmal auf unserem Besen. Und hier verkauft ja irgendjemand was. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? So, schauen wir noch mal an, was er hier für Waren hat. Besen, Himmelssensenbogen. Oh, okay. Alrighty. Ja, dann hat er hier noch so ein paar Sachen. Blätter des Malvenkrauts, bla bla bla. So, dann können wir ja das schon mal verkaufen. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Und das hier verkaufen. Es war und das war's. Vergnügen. Alles klar, war mir auch ein Vergnügen. Ich muss aber weiter noch ein paar Ballons finden. Die ich immer noch nicht gefunden habe. Ach doch, da. Da ist noch ein Ballon, okay. Und dann fehlt noch einer. Schau mal, vielleicht in der Region hier hinten irgendwo. Finden wir hier noch was? Ja, hier erstmal nicht. Ah, da. Okay. Da haben wir den letzten. Okay, jetzt müssen wir noch zum Quidditch-Feld. Let's go. Und dann haben wir das auch geschafft. Ah, hier sehen wir nochmal, wie wir steuern. Wir können ja mal ein bisschen über Hogwarts fliegen. Um uns das Ganze mal anzugucken. Guck mal, ist das nicht hier Dumbledores Büro gewesen? Hm. Na gut. Oh, runter. Und dann werden wir mal hier ein paar Ballons zum Platzen bringen. Da sehe ich doch schon Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 3 war hier unten. Zack. Und hoch geht's. Fluggeschwindigkeit weg. Und Fluggeschwindigkeit wieder rein. So, da ist der nächste. Und wo ist der letzte? Good question. Da ist er. Großartig. Alright. Dann werden wir mal dahin und werden uns mal den Zauber abholen. Ach, stimmt. Madame Kogawa war ja unsere Flugstundenlehrerin. So. Und absteigen. Wie kam einen schönen guten zurecht? Tag. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar.
Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Nice. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Alright. Vorher gucken wir natürlich aber erstmal in den Thron. Schloss auf Stufe 2. Alrighty. Hier haben wir noch einen Brief. Sehr geehrte Madame Kogawa. Wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Okay, also Matilda Weasley und Frau Kogawa kannten sich also schon. Und ja, sie wurde jetzt hier eingeladen. Ach, guck mal, wie süß. Hier ist ein kleines Spielchen, kleines Quidditch-Spielchen, was hier so abläuft. Okay, dann werden wir mal den neuen Zauberspruch ausprobieren. Und zwar ist das ein Kontrollzauber. Friert den Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgetreffer erhalten. Okay. Dann werden wir mal hier den Kontrollzauber einsetzen. Alright. Gut, damit können wir also jemanden einfrieren lassen. Aber üben Sie nur weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Alrighty. Ja, schön. Haben wir also mal wieder was Neues gelernt. Und dann werden wir uns auch noch den zweiten Zauberspruch natürlich aneignen. Und dafür müssen wir die Aufgabe von Professor Knoblauch machen. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Wingardium Leviosa lernen wir dadurch. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Wir haben hier natürlich das in unserem Inventar jetzt freigeschalten und haben Aufträge geschafft. Hier Aufgaben abgeschlossen. Wieder ein Erscheinungsbild. Dann haben wir auch nochmal ein Erscheinungsbild für einen Besen bekommen. Dann haben wir hier noch eins ab. Ah ne, noch ein neues. Okay, und hier haben wir eins abgeschlossen. Hier haben wir Sammle 4 Handbuchseiten im Hochland. Alright. Guti, dann. Ja, wo holen wir die her? Die Frage. Eine Venemosa Tentacula, wo kriegen wir denn die her? Ja. Wir müssen auf jeden Fall nach Hogsmeade wahrscheinlich. Nee, da wollen wir nicht hin. Aber wir können hier mal gucken. Wasserwegerich. Oder hilft uns die City hier? Prüfung Merlins? Nee. Kleines Banditenlager. Ach, das haben wir besiegt. Okay. Dann werden wir mal einmal nach Hogsmeade und werden mal gucken, ob wir hier fündig werden. Schauen wir mal, wo wir das herbekommen. Wäre natürlich nice, wenn wir das da herbekommen. Ansonsten kriegt man das ja natürlich auch immer durchs Erkunden. Auf geht's nach Hogsmeade.
Können wir mal bei Herrn Pippins gucken. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Hier kriegen wir es auf jeden Fall nicht her. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, see you later. So, dann gehen wir mal rüber zum Pflanzentypi. Vielleicht kann der uns ja noch ein paar Sachen verkaufen. Wo war ich gerade? Ach ja. Nee, auch das kann er uns leider nicht verkaufen. Schade, ich muss nochmal lesen. Meine Regale wären leer. Brauche ich Samen oder Pflanzen, könnte ich Wasserwegerich und Knollenblätterpilz besuchen. Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Wo soll das denn sein? Das war doch aber nicht... Das war doch kein Laden hier, oder? Waren wir nicht hier irgendwo? War nicht hier dieses Dorf? Ja. Hier hatten wir das aber nicht, ne? Und dann waren wir doch in diesem Dorf hier noch. Wasserwegerich. Die Frage, wo ist das? Ist die Frage, wo ist das? Okay, ansonsten, wenn ich das jetzt nicht finde, aber ich würde mal nochmal hier hinreisen und hier nochmal gucken. Wasserwegerich und Knollenblütenblätter, irgendwas. Aber wo soll das sein? Ist das ein Laden? Oder bin ich. Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie aus dem Märchen. Ich stehe gerade tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch. Wir gucken mal bei ihm hier vorbei. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield. Und besser als die meisten Orte. Natürlich, natürlich, natürlich. Was verkaufen Sie hier? Ich glaube, ich hatte mich mit dem schon mal darüber unterhalten. Wie kann ich heute behilflich sein? Lorfliegen, haubenhüpfender Giftpilzer. Auch hier finden wir nicht das, was wir haben wollen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Beschaffe und teste eine Alraune. Ist halt eine gute Frage, wo ich das herbekomme. Ob ich hier einfach durch den Wald spaziere und das hier finde oder so? Finde ich halt hier irgendwelche Sachen? Ich meine, klar, wir finden hier irgendwelche Sachen, aber finden wir das, was ich haben möchte? Protego! Lignoso! Accio! Incendio! Okay. Wer bist du denn? Hi! Okay, aber finde ich hier irgendwelche Sachen? Glaube nicht, ne?
Hier finde ich keine... Hier finde ich nicht die Sachen, die ich haben will. Glaube ich, keine Alraunen oder sowas. Gut, dann fliegen wir mal... Über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Dann fliegen wir nochmal in das Dörfchen hier rein. Warte mal, was ist denn, wenn ich die hier... Oh, warte mal. Was ist denn, wenn ich die hier treffe? Hier verkauft doch jemand, guck mal. Nicht genug danken, dass sie mir meine Karren gebracht haben. Ich hab gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Guck mal, der verkauft eine Alraune. So, das wär's. Sie werden sicher zufrieden sein. Alrighty, cool. Gut, dann muss ich mir nur noch mehrere Gegner suchen. Gegen mehrere Gegner gleichzeitig wären ja dann das hier, ne? Dann nehme ich mal die Alraune, eine magische Pflanze, die schreit, wenn sie ausgehoben wird. Alraunen können Gegner betäuben, verletzen. Okay, wir müssen dann nur jetzt hier einmal reingehen. Und dann die Alraune einsetzen. So. Zack. Haben wir die Alraune eingesetzt. Gut, das war doch schon mal, das haben wir doch schon mal gemacht. Alrighty, wo war jetzt das Dorf? Das Dorf muss doch auch gar nicht so weit weg gewesen sein, genau. Da würde ich jetzt nochmal hin. Vielleicht kriegen wir ja da eine Venemosa Tentacula. Ne? Ich dachte, das sind zwei Sachen, aber das ist ja nur eine. Teste eine Venemosa Tentacula. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir in dem Dorf hier hinten fündig. So. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Oh. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Was verkaufen Sie hier? Verkaufen Sie hier zufällig eine Venemosa irgendwas? Leider nicht. Okay. Danke für den Besuch. Ich weiß, schade. Zu schätzen. Schade, schade, schade eigentlich. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht das... Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Alright, gut, dann machen wir doch das erstmal noch. Obwohl, hier haben wir ja noch Malvenkraut. Warte mal, das können wir ja vielleicht nochmal am Ende der Folge jetzt hier machen. Haben wir überhaupt noch Malvenkraut? Ne, wir haben kein Malvenkraut mehr, ne? Können wir das doch noch nicht mehr machen. Na Mensch. Okay, aber dann würde ich beim nächsten Mal gucken, dass wir die Flugprüfung da machen. Die nächste. Und vielleicht kriegen wir ja irgendwoher, wo auch immer, eine Venemosa Tentacula. Wer weiß, vielleicht findet man die ja irgendwann. Was ist das denn hier? Das sind Florfliegen, okay. Ja, die muss man ja irgendwo, wird man die ja finden. Also... Hier findet man ja Mondstein und so weiter, findet man ja alles hier. Man wird ja auch eine Venemosa irgendwo finden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde erstmal sagen, wir zwingen hier nochmal die Wölfe. Oh, was Falsches gedrückt. So, die besiegen wir mal noch. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ciao, ciao.